Guten Morgen, es ist Mittwoch, das heißt der 17. Das heißt, ich starte tatsächlich diesen Dienstagsvlog schon wieder an einem Mittwoch. Vielleicht bleiben wir einfach dabei, es heißt Dienstagsvlog, weil es an einem Dienstag erscheint und ich die Idee immer an einem Dienstag habe, dass ich ja dann noch nicht angefangen habe zu vloggen. Ja, für mich geht es jetzt gleich auf die Matte, nämlich ein bisschen Yoga machen. Ich habe gemerkt, gestern Abend, ich konnte nicht schlafen. Ich bin nochmal aufgestanden, habe Yoga gemacht zum Runterfahren. Hat gut geklappt. Jetzt nutze ich es gleich zum Hochfahren. Und ich kann es nicht so richtig glauben, denn... Schaut euch das mal an. Ich weiß gar nicht, ob es sichtbar ist. Nicht so richtig. Es schneit. Also man sieht, dass noch ein bisschen Schnee liegt und es schneit. Es hatte gestern Abend schon geschneit und das habe ich auf dem Badfenster gesehen. Blende ich euch ein und dann, ja, schneit es einfach heute weiter. Gut, wie gesagt, Mitte März. Manchmal war es auch schon frühlingshaft. Aber wer will schon den Frühling? Brr. Mir wird es hier gleich zu kalt. Das ist auch schön. Die Spiegelung hier im Fenster. Ja. Wer will schon Frühling? Keine Ahnung. Ich erzähle euch später noch natürlich, was ich lese und was ich sonst so gerade tut. Und warum sitze ich hier so gemütlich an dem Mittwochmorgen, Vormittag? Weil ich noch krankgeschrieben bin. Manch einer hat es vielleicht mitgekriegt wegen meinem Kreuzbeinbruch. Und das war nicht so phänomenal, aber ja, ich bin immer noch krankgeschrieben. Ab nächster Woche geht es wieder in die Arbeit. Ja, ich nehme euch quasi dann auch noch den ersten Tag in die Arbeit wieder mit. Und berichte euch, wie das so läuft. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt, genau, geht es für mich erstmal auf die Matte. Und dann sehen wir weiter, was wir heute noch so tun. Ich freue mich auf den Tag. Es ist gestern ein sehr merkwürdiger Tag gewesen. Aber heute, ich freue mich sehr. Nach dem Yoga ist vor dem mein Knoten rutscht. Oh Gott. Also, ich habe noch keinen konkreten Plan für heute. Ich habe aber gestern Abend, damit mein Hirn leer wurde, ein ganzes DIN A4 Blatt beschrieben mit Aufgaben, mit Ideen, mit allem Möglichen, damit mein Kopf leer wurde und ich schlafen gehen konnte. Das heißt, da steht jetzt ganz viel drauf und ein Teil davon werde ich auch definitiv heute angehen. Alles schaffe ich sowieso nicht. War gar nicht das Ziel und ist auch gar nicht das Ziel. Eine Sache, die mir aber von hier unten auffällt, ist folgendes. Und zwar, vielleicht seht ihr, dass ich unter meinen Balken liege. Also es ist ein Querbalken und zwei, die so schräg nach oben stehen. Und dann seht ihr da oben vielleicht irgendwas, das so grünlich aussieht und Kugeln dran hat. Es schaut weihnachtlich aus, das war auch so gedacht. Schließlich war das letzte größere Fest Weihnachten. Aber wie ihr wisst und bestimmt schon mitgekriegt habt, im Supermarkt stehen ja überall schon lange alle möglichen Osterhasen. Ja, deswegen, die Weihnachtsdeko darf eigentlich weg. Die am Fenster, die habe ich vorhin schon weggemacht, weil sie mich gestört hat. Sie war mir im Weg und ich dachte mir so, nee, ich mache die jetzt ab. Das dauert jetzt nicht lang, mache ich mal direkt. Ja, bei der Deko bin ich irgendwie noch nicht dran gewesen. Deswegen, die kommt aber auch ab. Ja, für da oben habe ich noch keine Osterdeko. Hatte ich noch nie, also im letzten Jahr nicht. Bei Lockdown und wer kommt mich da besuchen? Dieses Jahr, Lockdown, wer kommt mich da besuchen? Also, vielleicht mache ich die heute noch ab. Wir werden mal sehen. Und, meine Türdeko auch. Und dann, genau. Frühstücken wäre so eine Idee. Küche aufräumen auch. Und duschen irgendwie ja auch. Werden so die nächsten Sachen vermutlich sein. Und schnipp. Ja, weggeräumt ist es.
Wenn es nur immer so schnell ginge. Jetzt werde ich tatsächlich mich wohl um solche Dinge kümmern wie duschen gehen. Irgendwie ist meine Aktionslust, Aktivität, Aktionismus heißt das Ding, dazwischen gekommen. Und mein innerer Monk meinte wohl, jetzt ist wirklich Weihnachten vorbei. Also wegräumen. Gut, das habe ich jetzt erstmal geschafft. Es ist zwar nur in der Kiste hier oben bei mir, aber es findet garantiert den Weg noch nach unten in den Keller. Und da oben ist wieder alles frei. Quasi für ein neues Jahr, ein Neuanfang, ein wie auch immer man es nennen möchte. Ich labe jetzt nicht mehr, ne? Ich kann das so gut, aber ich höre jetzt mal auf. Ja, wie war das mit dem ich geduschen? Hat nicht geklappt. Die Idee, warum klinge ich so verschnupft und schrecklich? Weil ich gerade ein Buch lese. Ich zeig's euch mal. Ich lese gerade Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu und habe mir gerade auch ein paar Sachen rausgeschrieben in so ein Notizbuch. Da schreibe ich gerne Zitate raus, wenn ich schöne finde. Und manchmal lese ich und finde ganz viel schön und schreibe es aber nicht auf. Und manchmal, so wie heute, habe ich den extremen Drang, das alles rauszusaugen und rauszuschreiben, weil ich mich so sehr darüber freue, über genau diese Worte. Und sie gerne nochmal so runtergeschrieben nachgucken will. Gleichzeitig habe ich jetzt gerade eine Sprache. Anders. Das Buch lese ich zusammen mit Lisa und ich freue mich immer, ein Buch zusammen mit Lisa zu lesen. Wir sind ja seit einer Weile, vor circa genau einem Jahr, vor 11 Monaten ungefähr, haben wir Adriana Popescu, Paris, du und ich gelesen, Vincent und Emma begleitet. Es war eine herrliche Geschichte. Seitdem haben wir noch Anne Freitag gelesen. Und haben wir noch Adriana gelesen? Ich glaube, wir haben sonst kein Adriana-Buch zusammen gelesen, aber uns ist klar, dass wir sehr gerne noch weitere Bücher von Anne Freitag und Adriana Popescu zusammen lesen wollen. Und dieses ist gerade dran. Das ist auch ein Buch von meiner ABC-Challenge unter dem Buchstaben G wie Goldene Zeiten. Steht das Buch eigentlich und ich bin sehr froh, dass wir es gerade lesen. Auch wenn ich so verheult aussehe und bin und verschnupft klinge. Ich habe außerdem gerade eben noch eine Sprachnachricht an einen ganz besonderen Menschen gemacht. Und das war einfach gerade eine emotionale Stelle im Buch und ich habe die vorgelesen und habe noch da weiter drüber gesprochen und was direkt mir dazu eingefallen ist, zu dieser Stelle, als ich sie gelesen habe. Und ich konnte nicht anders. Manchmal fühlt das Herz dann so viel, dass es überläuft und dann kullern die Tränen. Und das heißt nicht, dass ich da irgendwas bereue oder dass es Tränen der Trauer sind, sondern eher, dass es Tränen der Freude sind, weil ich Dinge erkannt habe, wieder Dinge besser zu schätzen weiß, generell heute Morgen gemerkt habe, nach dem Meditieren. Ich war so dankbar für alles Mögliche, für das ich in den letzten Tagen und Wochen gar nicht dankbar sein konnte. Und es fühlt sich gut an. Ich fühle mich gerade auch befreit, deswegen kann ich jetzt auch so drüber reden. Worum geht es in dem Buch? Und nur um kurz direkt mal den Bogen zu schlagen. Es geht um Carla. Carla ist eine... Also um Carla und Frau Kaiser. Carla ist eine Aushilfspflegekraft in einem Altenheim, die schattige Pinie. Und Frau Kaiser ist eine ältere Dame, die dort Bewohnerin ist. Geworden ist erst und dann kommt es aus bestimmten Gründen dazu, dass sie mit diesem roten Auto, und zwar mit Lola, so heißt diese alte Renault, mit dem fahren sie gen Osten, sage ich jetzt mal, Südosten von Stuttgart aus, aber schon eher östlich sind sie unterwegs und zwar ein Stück weit quer durch Europa. Mehr will ich, glaube ich, gerade gar noch nicht verraten. Frau Kaiser erpresst Carla, damit Carla Frau Kaiser fährt. Und dann haben sie eben verschiedene Gespräche. Und wir erfahren auch was über die Vergangenheit von Frau Kaiser. Wir erfahren nämlich auch was von den Olympischen Spielen
aus Melbourne, Australien von 1956. Auch das finde ich sehr schön geschrieben, sehr spannend. Mich hat jetzt im zweiten Leseabschnitt, in dem ich mich gerade befinde, definitiv die Geschichte vollgepackt, wie man merkt. Ich habe schon gehört, für viele ist es eine der stärksten Geschichten von Adriana. Ich liebe ja alle ihre Bücher und ich weiß, dass es jetzt schon viel mit mir gemacht hat und ich habe gerade mal 100 Seiten gelesen oder so. Ich darf mal kurz spicken, ja, 105, also noch nicht die Welt. Und es kommen noch 400 Seiten und ich freue mich auf jede davon. Deswegen lese ich jetzt weiter und ja, erzähl gern später noch mehr dazu, natürlich ohne Spoiler, aber vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Ich mag die Reise bisher, ich mag die beiden irgendwie. Ich habe sie schon auch in mein Herz geschlossen. Erst war so ein bisschen, der erste Leseabschnitt war kritisch, aber, also dass ich es mochte, aber dass ich sie noch nicht so voll und ganz in meinem Herzen hatte. Jetzt habe ich sie beide in meinem Herzen und befürchte, dass ich sie auch nicht wieder gehen lasse. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise hinführt. Es ist ein Roadtrip, ich mag dieses Gefühl, ich mag die Dialoge von Adriana. Ich kann gar nicht anders, als jetzt schon davon zu schwärmen und melde mich aber natürlich später auch nochmal. Was hier entsteht, das ist, ja, beziehungsweise was da drin ist, ist vor allem erstmal Süßkartoffel, Zwiebel und Sellerie. Riecht schon fantastisch und da kommt aber gleich noch Lauch rein und Paprika. Genau, mal gucken, was es wird. Irgendwie Anjas allerlei oder so. Es kommen noch Linsen rein und Kokosmilch. Ich werde gucken, wie es schmeckt und euch dann zeigen. So sieht dann das Endergebnis aus. Ich mag das ja ganz gerne. Wie gesagt, Süßkartoffel, Sellerie, Zwiebel, Ingwer, Paprika, Lauch. Und dann noch ein paar Gewürze wie Salz, Pfeffer, ein bisschen Kurkuma, Zimt. Mag ich immer sehr gerne bei Süßkartoffel dabei. Und was haben wir noch rein? Muskatnuss ein bisschen. Die mag ich auch außerhalb von Kartoffelbrei. Deswegen. So, da hat sie dann doch gekleckert, weil sie gelabert hat dabei. Ha. Heiß. So schaut das Ganze dann aus. Und ich habe mich dazu entschieden, noch ein bisschen Sesam, gerösteten Sesam drauf zu hauen, denn ja, ich mag das irgendwie, wenn noch was richtig Kaltes, Festes mit dabei ist, dann sieht es gleich so aus. Und ist fertig zum Essen. Ich bin heute sehr spät dran, aber das macht nichts. Ich freue mich jetzt drauf und melde mich dann wieder. Es ist Donnerstag und zwar ist es schon Nachmittag und ich habe mich eine Weile nicht gemeldet. Ich habe heute aber auch nicht großartig viel geschafft. Ich habe es geschafft, recht viel Zeit zu vertrüllen. Ja, das war es eigentlich auch fast schon. Was habe ich noch geschafft? Ich habe noch Sport gemacht, soweit es mir möglich war jedenfalls. Über Freeletics. Also ich habe nur das gemacht, was wirklich machbar war und ich bin mega K.O. davon. Ich habe jetzt schon Muskelkater im Trizeps. Stellt euch nicht vor, wie schwer es ist, diese Kamera zu halten, aber gut. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ich mache mich jetzt nämlich gleich auf den Weg zu meiner Physio. Die richtet das wieder. Ungefähr, hoffe ich. Und dann geht es für mich zum Einkaufen, weil ich dringend Sachen brauche, damit ich für nächste Woche gut vorbereitet bin für den Start wieder in die Arbeit und nicht direkt irgendwie am ersten Tag völlig K.O. bin und gleich noch einkaufen gehen muss. Deswegen heute. Danach, keine Ahnung, wie der restliche Tag noch wird. Was ich aber sagen kann, ist, dass das Wetter schon wieder verrückt spielt, denn, ich zeige euch mal eben. Ja, Schneegestöber quasi. Man sieht nicht mal richtig mehr den Wald. Naja, gut. Also, keine Ahnung, wie es bei euch so aussieht, aber am 18. März... weiß nicht mehr, ob es letztes Jahr auch noch bis in den März hinein geschneit hat und es tatsächlich ja auch wieder so ein bisschen zumindest liegen bleibt. Also es schaut jetzt gerade auch auf dem Kamera,
auf der Kamera deutlich dunkler schon aus. Es ist noch gar nicht ganz so dunkel. Natürlich trüb und bewölkt, aber ja, und hier drüben ist der Wind noch mal irgendwie ein bisschen heftiger. Naja, gut, da darf ich jetzt raus und auf zur Physio. Koordination und so. Also ich bin gerade raus aus der Physio. Es war richtig gut, obwohl ich zwei verschiedene Therapeuten hatte. Und das ist eigentlich nicht immer das Beste für eine Planung von einer Einheit. Aber, also so aus eigener Erfahrung, aber es war richtig gut. Also kann es gar nicht anders sagen, wie es ist. Es war richtig gut. Die eine hat gelockert, die andere hat mit mir aktive Übungen gemacht und es waren echt anstrengende, anspruchsvolle Übungen, aber es war auch richtig cool. Und ja, so, jetzt geht's auf zum Einkaufen. Das Schneegestöber hat ein bisschen nachgelassen, vielleicht seht ihr es trotzdem da ein Stück weit. Nur ein paar Flöckchen fallen noch, die werden aber immer direkt nass und zu Wasser. Ich habe auch extra andere Schuhe mit, damit ich jetzt nicht in meinen nassen Schuhen noch durch den Kühltheke und so laufen muss. Das wäre ein bisschen unangenehm. Ja, aber jetzt geht's auf zum Einkaufen und ich bin froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Weil es war jetzt durchaus anstrengend heute. Richtig gut, aber auch anstrengend. Und ich werde es morgen merken. Vom Sport und von der Physio. Naja, gut. Jetzt geht's weiter. Damit ihr doch noch ein bisschen was mitkriegt von meinem Alltag heute. Oh Gott, ich fühle mich so schlecht. Sich das Wetter wohl noch mal gedacht, war noch nicht genug Schnee. Also, alles eingeschneit. Es ist für mich auch selber ein bisschen unfassbar, dass jetzt wieder so viel Schnee da ist. Ich hoffe eigentlich, dass der bald wieder weg ist. Immerhin bin ich vor über 2 Monaten wegen Schnee festgetretenem, festgefrorenen Schnee gestürzt. Habe ich keinen Bock mehr drauf, also für dieses Jahr wäre es ganz gut, wenn der Schnee sich so langsam verziehen würde. Aber gut, wir werden mal sehen. Vielleicht entstehen dafür dann noch ein paar schöne Spaziergangbilder. Mal gucken, was heute noch so kommt. Es steht genug auf dem Plan. Ich werde jetzt aber erstmal ein bisschen lüften und noch lesen. Ein bisschen Zeit ist vergangen und ihr habt mich heute noch nicht gesehen. Es ist Freitag, immer noch. Es ist eigentlich schon mittags, aber ich zeige euch jetzt mal mein Frühstück, denn heute gibt es bei mir was für mich Neues. Es riecht unfassbar gut, es sieht so lecker aus, ich freue mich sehr drauf. Eine Bounty Bowl, ich glaube von Pamela Reif ist das Rezept, beziehungsweise ich habe es von meiner liebsten Lisa, sie hat es mir ans Herz gelegt, weil sie weiß, wie sehr ich Kokos mag und Schoko natürlich. Und es hat schon so gut geduftet mit dem Kakao in dem Hafer-Kokos-Brei-Mix. Sau lecker, glaube ich. Zumindest das, was ich schon probiert habe. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Mm. Ich bin heute echt noch nicht vorzeigbar. Aber ich sage mir trotzdem, es ist mega lecker. Und so simpel. Hafermilch, Haferflocken und Kokosraspeln aufkochen zu einem Haferbrei. Einen Teil wegnehmen, den zweiten Teil noch ein bisschen Kakao dazu hauen. Mega. Es schmeckt so gut, obwohl es nicht gesüßt ist. Und dann halt noch toppen mit dem, was man will. Ich habe jetzt, eine Banane habe ich noch, eine zerdrückte. Angeblich soll man weniger reintun oder auch gar keine. Aber ich mache eine Banane rein. Mega. Mega gut. Ich befürchte, ich werde das jetzt jeden Morgen essen wollen. Es schmeckt halt wie eine Sünde und es ist eigentlich gesund.
Das ist so unfassbar. Klar, es ist Fruchtzucker drin. Der Kakao an sich ist Backkakao, also kein gesüßter Kakao. Und wenn ich die Schokotrops oben drauf weglasse, dann ist es auf jeden Fall gesünder. Und Kokos ist gesund. Oh, es ist so geil. Und ich habe hier jetzt Sonne. Noch ein bisschen. Ja, die hat nämlich alle den Schnee weggebrezelt. Und geil. Mir fällt nichts anderes ein, es tut mir leid. Ich drücke mich eigentlich nicht so aus. Aber bei dem Essen, mega. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es mal aus. Ich weiß nicht, ob man das auch kostenlos irgendwo kriegen kann, das Rezept. Mir hat es halt meine beste Freundin weitergegeben und ich liebe es. Deswegen probiert mal aus. Ein Bounty-Frühstück quasi. Beziehungsweise eigentlich ja auch ein sehr ungesund schmeckendes, oder sehr, nicht ungesund schmeckend, sondern süß, nach einer Versuchung schmeckendes Frühstück. Und ja, vegan und lecker. Aber ich wusste das ja schon, dass vegan auch lecker kann. Sehr lecker sogar. Deswegen meine Empfehlung an dieser Stelle. So, und dann geht's ans Lernen für mich. Keine Ahnung, was du da tust. Freitag, Mittag, vielleicht ans Wochenende denken. Ich denke erstmal ans Lernen, weil ich noch nicht genug gelernt habe diese Woche und da noch was vor mir habe. Unfassbar faszinierend. Unfassbar faszinierend. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Ich habe gerade eben, ich lerne gerade für mein Fernstudium. Ich studiere, das darf ich verraten, das ist ja nicht kein Geheimnis, an der Ecodemie. Das ist eine Akademie, eine reine Online-Akademie, die für Menschen wie mich anbietet, dass man veganer Ernährungsberater werden kann und sich dann auch infolgedessen über vegane Ernährung bei Sportlern und auch bei Schwangeren, Stillenden und Kindern informieren kann. Finde ich sehr spannend. Ich mache dieses Basis-Grundstudium, Fernstudium gerade eben. Und in dem Text, also in meinen Lernunterlagen, kam etwas vor und ich dachte mir so, hä, habe ich noch nie davon gehört. Und zwar Entdeckung des schwarzen Schwans. Schreibt mir sehr gerne, wenn ihr davon schon mal gehört habt. Ich finde das so faszinierend. Ich habe mir das jetzt durchgelesen. Ich weiß, Wikipedia ist nicht die beste Quelle. Trotzdem von einem Nassim Nicholas Taleb. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, was für eine Nationalität der ist. Macht aber gar nichts. Das ist der Autor eines Buches, und zwar Der schwarze Schwan, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. 2007 erschienen. Und es geht darum, dass es extrem... Nein. Es geht um die extremen Auswirkungen seltener und unvorhersehbarer Ausreißereignisse. Ja. Auch die Black Swan, also einfach auf Englisch Theorie genannt. Und ich bin gerade echt fasziniert davon. Also inhaltlich finde ich es total spannend, weil da irgendwelche Bezüge drin sind mit, und einfach wie es dargestellt ist, mit Statistik, mit Normalverteilung, mit Skalierbarkeit, mit Schätzverhalten. Es sind so viele verschiedene Verknüpfungen irgendwie dabei, dass ich das echt richtig spannend finde. Und auch, wie es zum Teil ausgedrückt ist. Also, zum Beispiel der eine Satz: In dem Sinne sei es wichtig, die Truthahn-Position zu vermeiden, um einen schwarzen Schwan zu weißeln. Ich musste einfach lachen. Ich fand's gut. Die Formulierung allein. Und, genau. Wenn man quasi versucht
die zu ignorieren. Die schwarzen Schwäne, das sind ja durchaus welche, die nicht so häufig vorkommen. Auch da die Entwicklung super spannend, finde ich. Dann nennt Taleb das, diese Blindheit nennt er dann platonischer Fehlschluss und legt dar, dass es zu drei kognitiven Verzerrungen führt. Und auch diese Verzerrungen habe ich noch nie mitgekriegt oder einen Bezug irgendwie von Platon und von sonst wie. Ich habe mich schon echt viel für alles Mögliche interessiert. Ich habe davon noch nie gehört und ich finde es total spannend und habe jetzt eigentlich total Bock, seine Bücher zu lesen von Taleb. Ich muss mal gucken, wo und wie man die kriegt. Aber es ist echt, ich finde es richtig spannend. Ja, und einfach interessant. So dieses, man setzt sich damit auseinander, dass etwas möglich, aber extrem selten ist. Und gleichzeitig, was das dann wiederum für eine Auswirkung hat. Das ist irgendwie so, vor allem, ich bin ja so ein Ich bin kein Zukunftsmensch, ich bin nur ein Gegenwartsmensch. Nein, ich bin kein Mensch für Zufälle. Ich glaube ja eher an das Schicksal, dass das alles so geplant ist. Und dieser schwarze Schwan, das legt ja nahe, dass man an Zufälle ein Stück weit glaubt. Weil sonst wäre es ja ein Stück weit vorhersehbar, vielleicht. Wobei, muss es nicht sein. Schwierige Frage. Ja, auf jeden Fall macht mir das gerade richtig viel Spaß und ich lerne das gerade sehr gerne. Und wer weiß, was ich noch so darüber lese und lerne. Vielleicht stelle ich ja bald das Buch dazu vor, Der schwarze Schwan. Es ist Montagmorgen, kurz nach 6 und ich sitze hier bei meinem Frühstück. Ich kann es nicht fassen, ich habe es tatsächlich zeitlich geschafft, dass ich hier sitze und frühstücke. Übrigens wieder mein Bounty Porridge. Ich freue mich so mega drauf. Und auch freue ich mich gleich auf die Arbeit, denn heute geht es für mich wieder nach langem Zuhause-Sein in die Arbeit. Ich freue mich sehr, 4 Stunden für den Anfang und ja, erzähle euch natürlich später, wie es war und auch wie mein Wochenende war. Ich habe mich nämlich kaum gemeldet. Deswegen kriegt ihr das später noch erzählt. Jetzt frühstücke ich erstmal und mache mich noch fertig und dann geht's ab in die Arbeit. Ich freue mich sehr auf meine Kolleginnen und Kollegen und meine Patienten und kann es kaum glauben, dass ich jetzt tatsächlich wieder in die Arbeit gehe. Das ist doch sehr, sehr schön. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Heute, Montag ist es übrigens, ich habe mich heute Morgen schon mal gemeldet, ne? Bei mir gibt es jetzt einen frischen Salat mit Räuchertofu angebraten und Feta. Also, ich weiß gar nicht, ob der aus Kokos ist. Ich glaube, aus Kokos ist der. Aus Kokosöl, glaube ich, ist der Feta. Ja, das lasse ich mir schmecken und dann melde ich mich natürlich nochmal. Wegen den gelesenen Büchern und dem Tag, wie er bisher war und ja. Ich melde mich heute nochmal. Es ist Montagabend und ich werde gleich diesen Vlog hier schneiden. Wollte aber noch ganz kurz erwähnen, ich hatte ein wunderschönes Wochenende, habe mich leider sehr wenig gemeldet. Oder gar nicht. Und wollte nur sagen, ich habe ein ganz tolles Buch, mein Lieblingsbuch, beendet. Für immer vielleicht von Cecilia Ahern. Ich habe es wieder geliebt, ich habe wieder geheult dabei, ich fand es wieder so, so unfassbar schön. Ja, und wer mitgekriegt hat in meinem letzten Vlog, dass ich so viele Bücher gleichzeitig habe oder lesen müsste oder wie auch immer, Druck habe, keine Ahnung, der wird wissen, so, okay, es ist ganz wichtig, dass ich auch mal wieder eins beendet habe. Und ich habe tatsächlich nicht heute Morgen, auf dem Heimweg, dieses Buch hier beendet. Habe ich auch schon sehr lange gelesen, Martin Liebmann, Faul zu sein ist harte Arbeit. Eine Ode an den Müßiggang. Letztendlich eine Zusammenfassung von verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich der Faulheit hingeben kann. Und ich fand es sehr, sehr schön, weil es eben nicht darum geht, diese negative Konnotation von Faulheit, sondern eben dieses, ich tue etwas für mich,
beziehungsweise eventuell auch für andere oder den Planeten oder Ressourcen, wie auch immer. Also es ist gar nicht darauf ausgelegt, dass man selber ein schlechtes Gewissen haben sollte oder dass eine schlechte Eigenschaft ist, sondern die Zeit quasi zu schätzen und ein Stück weit eine Lobeshymne daran, finde ich zumindest. Und ich habe es sehr genossen, das Buch zu lesen, und es hat mir auch gut getan. Es hat mich ein Stück weit wieder beruhigt und runtergebracht, auch in den letzten Wochen, wenn ich drin gelesen habe. Und jetzt ist es eben auch beendet. Ansonsten lese ich immer noch. Einen Moment. Dieses Buch hier. Und zwar Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu. Ich liebe es jetzt schon. Und ich bin gerade mal auf Seite 200 irgendwas, 100 irgendwas, ja, 213. Ich habe noch ein bisschen was vor mir und lese das zusammen mit meiner liebsten Lisa und wir lieben es beide schon so sehr. Es wird, glaube ich, ein mega Highlight für uns dieses Jahr. Eventuell das März-Highlight und das, obwohl ich mein Lieblingsbuch schon gelesen habe. Könnt ihr das fassen? Ich noch nicht so ganz. Wir werden sehen. Ja, am vergangenen Wochenende, was war denn da? Da war unter anderem, das Essen habe ich, glaube ich, gefilmt. Da war unter anderem ein gemeinsames Kochen und Videoanrufen mit meiner besten Freundin Lisa. Ich habe es sehr genossen. Und dann habe ich noch Besuch gekriegt von meinem Herzensmensch. Und der hat eine schöne Zeit mit mir verbracht. Letztendlich so circa 24 Stunden. Wir haben das sehr genossen. Wir waren außerdem am Sonntag am See, an meinem See. ja, wir haben so als Mini-Projekt, dass wir vielleicht die Seen in der Umgebung erkunden. Und entdecken, genau. Und den See, also meinen See, kannte er noch nicht, deswegen waren wir da. Und hatten einen sehr schönen Spaziergang. Ich war zwar auch K.O. danach, aber es hat so gut getan, weil ich wusste, es ist nicht der kürzeste Weg, so einen Spaziergang das zu machen und drumherum laufen. Für das, dass ich in den letzten Wochen so wenig vom Fleck gekommen bin, hat mir das einfach nochmal Motivation gegeben und gezeigt, ich kann wieder was schaffen. Und heute war dann eben mein erster Arbeitstag. Es fühlt sich an wie so ein erster Schultag oder so. Es war der erste Arbeitstag nach über 2 Monaten Pause. Ich wurde von ein paar Kollegen ganz, ganz nett so, ah, du Anja, du bist wieder da, begrüßt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unsere neue Kollegin kennengelernt. Also rundum sehr, sehr schön. Habe Patienten gehabt, die ich schon kannte. Habe Patienten gehabt, die ich noch nicht kannte. Habe aber auch das relativ gut hingekriegt. Jetzt danach war ich sehr K.O., deswegen habe ich mich nicht mehr gemeldet. Weil ich den Nachmittag über mich tatsächlich ausgeruht habe. Nach 4 Stunden Arbeit. Ey, es ist so bescheuert, aber es ist einfach so. Ich bin ziemlich K.O. noch davon. Und gespannt auf morgen und wie das dann so mit dieser Woche wird. Die ganze Woche 4 Stunden, jeden Tag. Schaffe ich schon. Irgendwie. Am Wochenende werde ich mich ausruhen müssen. Und morgen habe ich nochmal das letzte Mal Physio. Und dann werden wir sehen, wie das so weitergeht. Genau, ich bin guter Dinge und freue mich eigentlich morgen auf die Zeit, auf den Weg in die Arbeit und von der Arbeit heim, um da wieder zu lesen. Ich werde mal gucken, ich habe noch so viele Bücher, um genau zu sein, habe ich noch ein paar Bücher von meiner Rache des Sub. Also wer das noch nicht gesehen hat für den Januar, der wird wissen, was ich bis Ende März nämlich lesen sollte. Mal gucken, ob ich das schaffe, das werdet ihr im Lesemonat sehen. Und dann, ja, bin ich natürlich gespannt, wie es mit den goldenen Zeiten weitergeht. Ich freue mich so sehr darüber, das auch wieder mit Lisa zu lesen, weil es ist so, so unfassbar schön. Andererseits möchte ich jetzt auch nicht so halbherzig mit meinen schon völlig müden Augen das jetzt weiterlesen, weil ich mir denke, ich möchte nicht. Es sieht sehr chaotisch da hinten aus, ne? Diese Lampe. Die hier. Am Boden. Super. Ja, professionell und so. Und da hinten mein Stativ. Und wer es wissen will, da unten stehen Bücher am Boden. So, die Zukunfts-Anja hat ja hoffentlich auch die Farbe wieder besser hingekriegt, weil das, was ich gerade sehe, ist furchtbar. Ich verabschiede mich jetzt aber für diesen Vlog bei euch. Es war wieder fast eine Woche von Mittwoch bis Montag in dem Fall. Weil ich nicht weiß, ob ich heute alles schaffe zu bearbeiten und dann muss ich das morgen machen. Und damit es zeitlich passt und nicht wieder so ein Chaos wird wie die letzten 2 Wochen, in denen ich es nicht geschafft habe, ein Video hochzuladen. Unfassbar. Jetzt kommt wieder was. Ich habe auch was vorbereitet. Es kommt auch am Samstag was. Und das wird lang. Also, wer viel Zeit hat am Wochenende, am kommenden, ich hätte ein langes Video für euch.
Jetzt ist aber für mich hier Schluss und ich sage Tschüss und bis bald. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen mitzukommen im Alltag. Ich werde jetzt wieder durchstarten, beruflich quasi in der Arbeit. Ich freue mich so unfassbar darüber, dass es wieder funktioniert. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein paar Kommentare da lasst. Denn den Austausch mag ich sehr und traut euch ruhig. Wenn ihr ein Buch schon gelesen habt, eins noch nicht kennt und mehr darüber wissen wollt, spätestens im Lesemonat erfahrt ihr noch mehr über die Bücher, natürlich, die ich gelesen habe im März. Und damit bin ich raus für heute, für diesen Vlog. Macht's gut, lest schöne Bücher, bleibt gesund und stürzt nicht. Tschüss!